Guten Morgen. Und jetzt darf ich auf der Xbox spielen. Nein. Ey, Mensch, schau. Ja. Es geht schon wieder los. Die Nachbarn. Ja. Die Nachbarn. Von da oder von da? Von da. Unsere Nachbarn. Die Nachbarn. Die vor uns. Ja. Also nochmal guten Morgen. Wir haben heute Samstag. Es ist Halloween. Aber heute wird es ein normales Halloween. Wegen Covid werden wir heute nichts machen. Könnt ihr das hören? Das sind unsere Nachbarn, denn die haben, wie soll ich sagen, im Badezimmer dürfte irgendwas kaputt gewesen sein. Jetzt ist immer woanders Wasser ausgetreten und ja. Auf jeden Fall bohren die da seit gestern herum. Und ich glaube auch eine neue Badewanne bekommen die und ja. Genau, ich stehe im Badezimmer, weil ich mich gerade irgendwie fertig mache. So, Akku gewechselt. Ja, ich bin ungeschminkt. Ich bin, wie gesagt, gerade dabei, mich zum Richten. Aber ich wollte euch noch was zeigen. Und ich muss immer nur kurz hören. Ich habe mir nämlich gestern meine Augenbrauen gefärbt. Sie sind ein bisschen dunkel geworden. Aber, weil meine Augenbrauenfarbe gibt es nicht mehr. Also diese Marke, die haben sie komplett rausgenommen aus dem Sortiment, was ich sehr schade finde. Auf jeden Fall habe ich gestern beim DM geschaut. Und da gibt es ja zigtausend Augenbrauenfarben. Ich zeige euch jetzt kurz eine andere. Da habe ich einmal diese Beauty Lash Augenbrauen- und Wimpernfarbe, aber ich bin mit der überhaupt nicht zufrieden, denn bei mir hat man nie was gesehen. Und das ist braun. Also gar nichts. Ich habe mal gedacht, okay, es ist vegan, pflanzlich, bla 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 bla, aber bei mir hilft das ein Schmoren, ja, wirklich überhaupt nicht. Da hätte ich mir auch eine normale Bodylotion ins Gesicht schmieren können. Das wäre dasselbe Ergebnis. Auf jeden Fall habe ich das aufgehoben, damit ich es euch zeige. Ich bin mit dem nicht zufrieden. Also bei mir hat es gar nicht gewirkt, ja. Dann habe ich gestern sehr, sehr lang gesucht und gefunden. Und dann habe ich von Syos eine Augenbrauen-Kit-Farbe gefunden. Die sieht so aus. Es steht drauf hellbraun. Ich konnte mich nicht entscheiden, entweder hellbraun oder dunkelbraun. Aber ich bin froh, dass ich hellbraun genommen habe, denn die sind sehr dunkel geworden. Aber ich habe es zu lange wirken lassen. Ich liebe sie, wirklich. Eine Augenbrauenfarbe, die mal hält. Im Gegensatz zu der. Also diesen Schaas, meine Meinung. Und die ist wirklich toll. Und da gibt es auch so drei Dinge. Ich muss das kurz halten. So sieht das aus. Da hat man da so einen Pinsel. Pinsel. So zum... Oh, ich hab's ausgefallen. So zum Richten. Eben die Farbe und die Flüssigkeit. Und hier oben kann man das zusammenmischen. Also ich finde das voll praktisch. Und ich hoffe, die nehmen das auch nicht aus dem Sortiment, weil sonst bin ich verzweifelt. Denn, wie gesagt, ich mache meine Augenbrauen selber und nicht beim Friseur. Und ja. So, jetzt werde ich mich mal richten. Und genau, die haue ich gleich weg. Ich habe es euch gezeigt. Ich bin nicht zufrieden. Ja, wie gesagt, die landet jetzt im Müll. Ja, und zum Kick muss ich auch noch, denn ich habe der Emilia gestern ein Kleid gekauft. Und ein wirklich schönes Kleid.
auf jeden Fall fahren wir nach Hause, die Milli will es anprobieren und sehe ich, dass dieser Magnetding noch dran ist. Haben die ihn vergessen? So, die Augen sind fertig, irgendwie ein bisschen halt. Aber meine Augenbrauen sind sehr dunkel geworden. Aber egal, das wird sich wieder rausdingsen. Jetzt noch die Haare machen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Genau. Auf jeden Fall haben die wegen dem Badezimmer hinten, also von meinen Nachbarn, gestern haben die angefangen am Vormittag alles wegzustemmen. Den ganzen Tag. Bis am Abend. Und dann war endlich Ruhe. Jetzt im Auto, denn wir fahren jetzt in die STS. Alle sind dabei. Wir fahren zum Action. Ja. Denn ich möchte mir was kaufen. Was denn? Richtig auch. Ja, auf jeden Fall ist jetzt in 8 Minuten 10 Uhr und ich freue mich schon. Zu Hause werde ich euch dann zeigen, was ich alles gekauft habe. Was hat's gemacht? Ja, auf jeden Fall fahren wir. Ich war nämlich beim Action und beim TK Maxx oder wie der heißt, ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt in Fabi sein Zimmer kurz versteckt, weil die Milli schläft schon. Die habe ich gleich ins Bett gelegt. Und die Jungs sind im Wohnzimmer. Der Fabi hat da kurz gespielt, aber den habe ich jetzt kurz rausgeschickt. Auf jeden Fall wollte ich kurz euch meine Ausbeute zeigen beim Action. Und zwar habe ich einmal gekauft so ein Verlängerungskabel. Ich brauche eigentlich zwei und ich habe aber nur eins mitgenommen. Aber ja, denn ich möchte demnächst meine Computerecke verlegen und deswegen brauche ich ein Verlängerungskabel. Das hat, glaube ich, wie viel hat das gekostet? Ich habe die Rechnung jetzt nicht da. Ich glaube 2 Euro irgendwas. Dann habe ich einmal so Duftkerzen gekauft, Frost Flower. Die riechen urgut. Also unter der Maske habe ich es nicht so riechen können, aber es riecht mega und ich liebe Duftkerzen. Dann einmal Servetten. Das sind große Servetten, schon für Weihnachten. Ich habe zwar schon welche gekauft beim Pennymarkt letztes Mal, aber ich mag Servetten. Dann habe ich gekauft so ein Freshness. Das ist für die Waschmaschine, diese Kugeln. Das habe ich in Lila auch und jetzt weiß ich auch, wo ich das Lila nicht gekauft habe, und zwar beim Action. Und jetzt habe ich noch eins gekauft. Das riecht so gut. Das riecht so gut. Es tut mir leid, falls ich zu leise rede, aber die Kleine schlaft da nebenan. Ja, auf jeden Fall, das riecht mega lecker. Dann habe ich gekauft, die Verpackung ist von Kik, aber ich habe noch Pflaster gekauft, 3 Packungen von Action. 40 Cent hat eine Packung gekostet und mit Kindern braucht man immer Pflaster.
dann habe ich mir ein neues Schneidbrett gekauft, weil meine sind schon sehr abgenutzt und ja. Und jetzt habe ich eins gekauft in Holz. Es ist ziemlich schwer, aber sowas kann man immer wieder gebrauchen. Dann bin ich noch rüber gefahren zum TK Maxx oder wie der heißt. Ich hoffe, ich sage es richtig. Und habe für meine Bestecklade habe ich jetzt sowas gekauft. Weil meines sieht schon sehr mitgenommen aus und meines war noch vom Vorgänger. Also die vorher hier gewohnt hat, hat das drin gelassen. Das ist sehr groß. Aber jetzt ist das schon nicht mehr so schön und deswegen habe ich jetzt neu gekauft. Und das ist voll cool, weil das ist so Gummi. Das graue ist Gummi und das hat gekostet 5,99 €. Das ist jetzt einmal so eins, eben für Löffel, Gabel, Messer etc. Und dann habe ich noch so extra Boxen. Aha, da ist eins weg. Ja, extra Boxen für nebenan. Das heißt, wenn ich das so reinlege, habe ich da daneben eins für meine Pfannenwender, für die Kochlöffel, für meinen Pizzaschneider und eben eventuell die kleine Box für die kleinen Löffel. Mal schauen, das möchte ich heute noch einrichten. Einrichten? Nein. Meine Bestecklade möchte ich heute neu machen. So. Und ja, das sind halt auch meine Farben. Also weiß-grau und da ist eben auch so Gummi. Und das hat kostet 9,99 €. Also eigentlich ganz billig. Wenn man nimmt beim Möbelix oder woanders, kostet das alles mehr. Genau, das war meine Ausbeute. So, es ist soweit. Ich zeige euch jetzt meine schreckliche Bestecklade. Die sieht wirklich furchtbar aus, weil ich habe jetzt auch Geschirrspüler gemacht und hier ein wenig drüber gewischt. Hier steht übrigens das neue Brett. Der Rest der Küche sieht schrecklich aus. Aber das wird heute noch alles sauber gemacht. Und meine Bestecklade, die sieht echt furchtbar aus. Ich zeige es euch jetzt und dann zeige ich euch, wie es danach ausschaut, ja, mit den neuen Boxen. Nicht erschrecken, ich habe jetzt einfach das ganze Besteck, was im Geschirrspüler war, einfach reinpfeffert, dass ich jetzt wieder alles rausnehmen kann. So, also, das ist meine Bestecklade. Das Teil war eben schon drinnen, fand ich sehr praktisch, eben wegen diese kleinen Teile, aber ich finde die schon ziemlich eklig. Da hinten habe ich die Messer hingegeben, damit die Kinder eigentlich nicht so drankommen. Und eben dieses Chaos hier, ja. Und ja, merkt euch das. Und jetzt verschönere ich sie. Es hat auch gar nicht so lange gedauert, bis ich das jetzt gemacht habe. Also ich habe jetzt nochmal mit meinen Denk-mit-Allzwecktücher einmal rausgewischt. Das habe ich euch im letzten Vlog, glaube ich, gesagt. Ich glaube schon. Oder heute, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall diese Tücher, die riechen so lecker. Die riechen wirklich mega gut. Ja, und damit habe ich eben jetzt auch die ganze Küche geputzt. Der Mist kommt heute noch weg, dann nehme ich das auch gleich mit. Das ist nämlich schon sehr eklig. Hallo. Ja, die Milli ist schon wach geworden und ich war mit Fabi noch kurz beim Spar, denn er wollte eine Xbox-Karte haben und die habe ich ihm jetzt noch gekauft. Und die Milli möchte ich jetzt... Was möchtest du?
dich verkleiden. Eine Hexe! Eine Hexe, Mama. Ja, Hexe. Da steht I love magic. So sieht das aus. Magst du es anziehen? Mhm. Mhm. Ist es schön? Mhm. Mhm. Und ich brauche noch mein anderes Zauberstab mit die Prinzessin. Aha, na komm her mal. Eine Hand, zweite Hand. Ja, dreh dich um. Dann das zumachen. Dankeschön. Warte. Tun wir das noch richten. Dreh dich um. Voll cute. Schau, stell ich mal da zur Wand, dann kann ich es. Kann man es zeigen? Wow, bist du hübsch! Sehr schön. Warte, ich muss auch ein Foto machen. Denn das ist unsere tolle. Hexekleid. Ja, aber unsere super tolle Fotowand. Guck mal. Lachen. Lach, ja. Ja, das gehört so. So, jetzt fange ich an. Wir haben es zwar erst 3 Uhr, aber ich fange mich an zu schminken. Und zwar ich kann mich nicht entscheiden, soll ich hübsch ausschauen oder nicht hübsch ausschauen. Oh ja! Ich habe einmal dieses hier. Nicht hübsch. Ups. Oder einmal dieses hier. Hübsch. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme das. Nicht hübsch. Was ist denn das rosa? Ich habe hier auch einmal rosa. Mama, das darfst du nicht das machen. Warum nicht? Weil wenn ich Angst habe, dann darfst du das nicht machen. Du brauchst keine Angst haben. Ich mache noch ein Stück. Mhm. Na gut, ich fange mal an und dann zeige ich es euch. So, ich bin fast fertig, ja. Es fehlt nur der Lippenstift, aber bei dem warte ich noch. Obwohl, so sieht es auch sehr komisch aus, ja. Die Augen habe ich jetzt so geschminkt. Ja. Ich habe sogar heute das erste Mal falsche Wimpern drauf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich gehe mal näher ran. Aber mir gefällt das. Ja, und die Haare mache ich dann auch noch, genau. Ja, kann man lassen. So, jetzt bin ich komplett fertig. Also wie gesagt, die Lippen füllen noch ein bisschen. Die blaue Farbe ist leider ausgegangen. Da habe ich es halt mehr. Ich finde, ich sehe aus wie Alexa Bliss und nicht wie Harley Quinn. Aber ja, mir gefällt es. Und ja, ich schminke jetzt noch in Fabian und ja, werden dann eben zu meiner Schwester fahren. Ich finde meine Augen so mega geil. Okay. Auf jeden Fall bin ich fertig und ich finde, ich sehe, mir gefällt es ja. Also. Vielleicht sollte ich so auch arbeiten fahren. Ich habe keine Ahnung. Also mir gefällt es. Und ja, jetzt werde ich mal Hände waschen. Ich bin voll schmutzig auf jeden Fall auf dieser Hand. Ja. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat mein Vlog gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder um 18 Uhr. Ciao.